An die 100 Jugendclubs gibt es in Ost-Berlin, 10 davon im Prenzlauer Berg. Doch dieser Club in der Czarnikauer Straße, entstanden aus einem ehemaligen Konsumgeschäft, ist einmalig. Denn hier haben Teenager keinen Zutritt. Mit 18 ging man noch zum normalen Jugendclub. Und wenn man aber dann Kinder hatte mit 21, 22, dann brauchte man ein eigenes Milieu. Und so entstand die Idee eines Clubs der Mitzwanziger. Wilfried Bergholz, Psychologiestudent, gehört seit der Gründung 1976 zum ehrenamtlichen Clubrat. Der Clubrat war ja sehr bunt zusammengewürfelt. Ne? Wir hatten da einfache Arbeiter, Ingenieure, Leute, die noch studiert haben oder junge Leute wie ich. Ich war ja damals erst 24 Jahre alt, also auch die noch sehr, sehr, sehr jung. Und wir haben uns auch gerne gerieben. Es gab auch ein Bedürfnis, sag ich mal, nach sich einbringen. Trotz vorgeschriebenem staatlichen Leiter bestimmen die ehrenamtlichen Macher das Programm. Jeden Sonntag ist Kindertag. Legendär wird das Straßenfest einmal im Jahr. Ich saß am Ende einer Veranstaltung an der Tür draußen und habe die Gäste verabschiedet. Das war wirklich eine sehr familiäre Atmosphäre. Und da kam eine große Spitzensportlerin aus Grünau, eine Ruderin, der man das auch angesehen hat. Und die schleppte einen meiner Clubmitglieder, genannt Goldi, schleppte sie raus. Der konnte kaum noch gehen. Und dann sagte ich, Mensch, was willst du denn mit Goldi? Der ist doch völlig hinüber. Und sagte sie, ja, heute Abend ja. Aber morgen früh ist er wieder frisch. Das beschreibt ein bisschen die Stimmung in dem Club. Also sehr familiär, sehr offen und auch sehr mit dem Thema Liebe befasst. Also es sind auch eine ganze Reihe von Pärchen und Familien dort entstanden. Fotozirkel, Theatergruppe, Lesungen und Liederabende, all das findet hier statt. Freitag und Samstag wird getanzt. Nicht nur nach den aktuellen Best-Hits. Für die langsamen Runden darf es auch mal eine Ostballade sein. Auch die Hits aus 78, wie zum Beispiel sagte mal ein Dichter von Holger Biege, der wohnte ja gleich um die Ecke in der Gleimstraße, oder König der Welt von Karat, was fällt mir noch ein? Ach so, Nach Süden von der Gruppe Lift, gesungen von Werther Lohse. Hinter den Hügel wachsen mir Flügel, um vor dem Winter abzuhauen. Abzuhauen. Also wurde das dann wirklich gesungen und das wurde auch vielstimmig gesungen, also gerade dieses Abgehauen. Und durch die Nähe zur Grenze waren ungefähr 500 Meter bis zur Bosebrücke, also Bornholmer Straße. Da kamen auch immer reichlich Westberliner Mitzwanziger zu Besuch, die man immer daran erkannte, dass sie eben so Viertel vor zwölf rannten sie plötzlich los, ließen ihre Tanzpartnerin stehen. Mussten kurz rüber, sich neuen Stempel holen, neuen Eintritt bezahlen und kamen dann also nach 10 Minuten wieder an und haben weiter getanzt. Kultur und sowas gibt es im Pankower Mitzwanziger Club Impuls. Sein guter Ruf ist zugleich auch sein Problem. Denn der Andrang, vor allem an den Tanzabenden, ist groß. Ich erinnere mich an einen bösen Leserbrief, der erschien 1978 in der Berliner Zeitung am Abend, BZ am Abend. Und da hatte eine junge Frau sich beschwert, ne, da kommt man nicht rein, 1000 Leute stehen da rum und immer werden von der Seite welche vorgelassen, ist ja unverschämt. Und dann schreibt sie eine interessante Sache, also das wurde da abgedruckt in der Zeitung. Sie war, haben am Abend unser einjähriges Kind ins Bett gebracht und gewartet, bis es eingeschlafen war und machte uns dann auf den Weg in den Club Impuls. Und das finde ich so interessant im Vergleich zur heutigen Zeit. Ne? Also wie entspannt die Leute mit dem Thema umgegangen sind. Man darf nicht vergessen, die Leute bekamen damals ihre Kinder mit Anfang 20. Also heute so Mitte, Ende 30, damals Anfang 20. Und das, die hatten auch eine andere Einstellung zu dem Thema. Und damals war es so, dass im Mittelpunkt der Familie standen die Eltern. Zwei, in der Regel zwei. Vater und Mutter und die Kinder kreisten drumherum. Und heute ist es genau andersrum. In der Mitte sind die Kinder und die Eltern kreisen drumherum. König der Welt.
Nicht nur Diskothek, auch Disputhek bietet der Club. Es wird heftig diskutiert, auch über die Frage, wie steht es um unsere Emanzipation? Was viele Leute an der DDR geschätzt haben, war diese Emanzipation. Also, dass die Frauen überwiegend arbeiten gingen. Dass es dieses bezahlte Babyjahr gab. Dass es überall Kindergärten gab und Kinderkrippen. Dass die Schulbildung gesichert war, dass es alles nichts kostete. Das ist eine besondere Errungenschaft der DDR, die man einfach auch mal erwähnen muss. Trotzdem war das natürlich mit Brüchen verbunden und mit Konflikten, weil natürlich die Männer auch noch da waren auf der anderen Seite. Und die mussten sich natürlich mit dieser neuen Position erstmal arrangieren. Und ich erinnere mich, an diesem Abend war auch eine junge Frau, die auftrat und sagte, ich habe jetzt schon zwei kaputte Beziehungen hinter mich gebracht. Und wenn mich noch mal einer liebt, wenn ich noch mal einen finde, der mich mag und der mich liebt, dann stelle ich ihm eben die Hausschuhe vors Bett, wenn er es unbedingt will. Das macht mir doch gar nichts aus. Und solche Diskussionen haben wir geführt. Verdammt.